Herzlich willkommen, Namaste. Ja, das ist eine Yoga-Praxis, in der wir heute in Rückbeugen als Schwerpunkt eintauchen werden. Ich habe sie als Abendpraxis konzipiert und hier ist es auch schon später Abend, dass ich das Video jetzt aufzeichnete. Und für manchen von euch kommt da jetzt vielleicht eine kleine Frage im Hinterkopf auf. Rückbeugen am Abend, geht das überhaupt? Eigentlich sind die doch sehr aktivierend und machen wach und munter. Und geht das am Abend überhaupt? Ja, geht. Und ich halte das eher für einen Mythos, dass Rückbeugen so aktivierend sind, dass man sie am Abend nicht praktizieren kann und eher auf den Morgen oder auf den Tag verschieben sollte. Ein Mythos deswegen, da eine Rückbeuge per se erstmal gar keine aktivierende Wirkung haben muss, sondern es kommt vielmehr darauf an, wie ich denn eine Rückbeuge praktiziere. Also wie baue ich die Stunde auf, in welchem Tempo, ist es eine kraftvolle Rückbeuge und was mache ich denn mit Rückbeugen? Das bestimmt eher, ob das für den Abend geeignet ist oder nicht, also ob es wach macht und dich wach hält oder ob es auch mal für eine sanfte Abendpraxis wie diese hier geeignet ist. Summa summarum, Rückbeugen an sich machen erstmal weder wach noch müde, sondern es kommt eher darauf an, in welcher Qualität und welcher Art und Weise du Rückbeugen praktizierst und wie deine Stunde aufgebaut ist. Und so möchte ich mit dir heute eine Qualität in einer Stunde erfahren, in der wir in sanfte, entspannte Rückbeugen eintauchen werden. Das ist also auch eine Yoga-Praxis, die etwas ruhiger ist, heißt aber nicht, dass es sehr weich und sehr ruhig ist, sondern wir entdecken auch in der Ruhe zwischendurch etwas Kraft. Und an diesen Stellen kannst du selber entscheiden, wie viel Kraft du einbaust, wie viel Aktivität du einbaust und wie dein eigener Weg durch diese Yoga-Praxis heute sein soll. Noch zwei Vorbemerkungen. Die eine ist die Hilfsmittel, die du gebrauchen könntest. Definitiv so etwas wie eine Tagesdecke. Ich habe mir hier was organisiert. Das kann sowas sein, also es ist eine ganz gewöhnliche Tagesdecke. Wir brauchen sie heute, um den Einstieg dieser Stunde zu praktizieren. Da werden wir sie rollen und eine Rückbeuge im Liegen erfahren. Vielleicht hast du was Ähnliches gerade zur Hand. Wenn nicht, dann such dir noch bitte etwas. Und zum Zweiten alternativ zwei Yoga-Blöcke. Das muss nicht sein, aber es erleichtert vielleicht die Arbeit heute, diesem Weg dieser Stunde. Ja, die zweite Rückmeldung ist die ich dir noch geben möchte, wie wir im Yoga die Rückbeugen praktizieren. Da brauchst du ein paar Vorbemerkungen dafür, sodass du sie gut und stimmig für dich praktizieren kannst. Denn wir können Rückbeugen aus verschiedenen Strukturen des Rückens entstehen lassen. Beispielsweise aus dem unteren Rücken oder oberen Rücken oder eben aus der Halswirbelsäule, wenn ich den Kopf nach hinten lege. Generell ist der untere Rücken, also die Lendenwirbelsäule, die mobilste Stelle des Rückens, die Rückbeugen erfahren kann. Ich möchte da nicht unbedingt mit dir heute eintauchen in den unteren Rücken und dort Rückbeugen praktizieren, sondern das eine Etage höher verlagern in den oberen Rücken, also in die Brustwirbelsäule. Und sie werden dafür drei Qualitäten einbauen, also drei Annahmen in die Rückbeugen integrieren. Die erste ist die, dass wir erstmal einen Halt finden im Beckenbereich, also zum einen eine muskuläre Integrität aufbauen. Das ist im Beckenbodenbereich und in der Rumpfmuskulatur. Und da kannst du dir ein Bild vorstellen von einer Hose mit einem Knopf, den du zumachst, oder einen Gürtel, den du etwas enger machst. Und diese quer verlaufende Muskulatur ist dann genau die stabilisierende Muskulatur, die ich mit dir dann aufbauen möchte. Das zweite ist, dass wir eben den unteren Rücken stabilisieren und ihn verlängern. Und dafür rollst du dein Becken immer tendenziell etwas ein in Rückbeugen. Also hebst in der Vorderseite betrachtet das Schambein Richtung Bauchnabel oder in der Rückseite betrachtet führst du die Verlängerung des unteren Rückens, das Steißbein, weiter unter das Becken und schaufelst das Becken also symbolisch etwas ein. Und das dritte ist, mit einem langen Rücken und einem stabilisierten Rumpf gehen wir dann eine Etage hoch in den oberen Rücken und erfahren dann hier Rückbeugen, nutzen dafür immer die Referenz des Rückens, also die Schulterblätter, die werden wir nach innen saugen, in den Brustkorb und dann hebt sich die Vorderseite an. Also bedenken Sie aus der Rückseite heraus, von den Schulterblättern und heben den Brustkorb aus einer Rückseite heraus nach vorn hoch. Gut, soviel zu den Vorbemerkungen. Und wir beginnen diese Praxis im Liegen und da brauchst du die Tagesdecke. Ich habe sie ungefähr in diesem Format jetzt schon parat. Und was ich jetzt mache, ist,
die Decke von der Längsseite her einzurollen. Und dann merkst du natürlich, es gibt eine dicke Rolle. Und die Dicke dieser Rolle kannst du natürlich variieren, wenn du die Decke etwas weniger einrollst oder etwas mehr. Dann hast du eben genau die Dicke, die du dann für den Rückbau gebrauchen kannst. Ich lege sie jetzt quer auf die Yogamatte, die ich vor mir habe, und lege mich da jetzt drüber, und zwar mit dem Bereich der unteren Spitzen der Schulterblätter. Bei den Damen wäre das ungefähr die Stelle, an der der Verschluss des BHs sitzt. Und da legst du dich jetzt drüber. Wenn du jetzt merkst, dass dein Kopf sehr tief ist und der Kehlkopf sehr stark dehnt, dann nimm ein Kissen bitte unter den Kopf oder schaff dir eine angenehme Position des Kopfes. Dann kannst du die Arme auf der Rolle ablegen oder vor die Rolle bringen und die Arme ein Stück nach den Raum des Beckens schieben. Und du kannst die Füße aufstellen. Mal spüren, ob das dem unteren Rücken bequemer ist, oder die Füße ablegen und gucken, was da für dich entsteht. Und dann mach es dir für die nächsten Momente gemütlich und bequem. Komm also dort an, wo du sein möchtest, wo es dir bequem ist. Und wenn du da bist und angekommen bist, dann gönn dir einen Moment von Ruhe und schließ die Augen. Wenn du die Augen schließt, ist es ein sehr schöner Moment, um von den Wegen, die dieser Tag heute mit sich brachte, loszulassen und etwas Abstand zu finden. Finde Abstand von den Dingen, die geschahen, und gönn dir einen Moment Zeit für dich, einen Moment zum Entschleunigen und bei dir ankommen. Im Abstand der Welt entsteht eine Ruhe für dich. Und damit in dieser Ruhe die Möglichkeit, dich wieder mit dir selbst zu verbinden, mit Körper und Geist. Dann lass uns eine kleine Reise durch den Körper machen. Beginnt bei den Füßen, die durch diesen Tag trugen, die jetzt ihr Ziel erreicht haben und sich entspannen können. Entspannen sowohl die Füße als auch die Beine. Entspann bis hoch in die Hüftgelenke und lass die durchlässig und weiter werden. Dann spür den Raum des Beckens. Lass das Becken in die Unterlage sinken und spüre, wie es von unten gehalten und gestützt wird. Dann nimm den Rückenbereich wahr und lass dich weicher über diese Deckenrolle schmelzen, sodass sie ein Werkzeug ist, das dich unterstützt. Nimm dieses Werkzeug an und schmelz darüber. Lass die Schultern entspannt nach unten sinken. Entspann auch die Arme, die du ausgleiten lassen kannst. Dann können die Hände sich entspannen, dass sie jetzt im Moment gar nichts festhalten müssten. Entspann den Nackenbereich und den Halsbereich. Lass den Kopf sanft zurückgleiten. Entspann auch deine Kiefergelenke. Spür, wie die Lippen sich liebevoll berühren können. Entspann die Zunge, Mundraum. Entspann die Augen, die sich ausruhen können und nichts Besonderes suchen müssen. Schenk dem Bereich zwischen den Augen mehr Weite und entspann deine Stirn. Und lass dich noch einmal ganz weich über die Unterlagen sinken und in die Berührungsflächen zur Erde schmelzen. Und dann kannst du gut spüren, dass dein Rückenbereich, besonders der obere Rücken, an der Stelle, an der du auf der Rolle auflegst, nach oben in den Körper integriert wird. Und darüber hebt sich die Vorderseite deines Brustkorbs. Dann weiten sich sanft die Rippenbögen. Dann steht eine innere Weite, ein innerer Raum in dir. Ein Raum, um zu atmen. Und so kannst du deine Atmung sanft verlängern. Atme tiefer und feiner. Und
Komm mit jedem Ausatemzug weicher in den Kontakt unter dir zur Erde. Komm hier an bei dir. Und wenn du einatmest, dann entdeck eine innere Leichtigkeit nach oben. Atme in den Raum des Brustkorbs. Und damit auch in den Raum des Herzens, dem Organ, das neben den Lungen im Brustkorb verankert ist. Atme dein Herz. Dann kannst du spüren, wie dein Herz massiert wird und gestreichelt wird mit jedem Atemzug. Und wie seine Lebenskraft in deinem Raum des Brustkorbs pulsiert. Atme beim nächsten Mal tief ein, auch in den Raum des Herzens, und dann tief wieder aus. Und noch einmal ganz tief und frei durchatmen. Und dann lass es ganz natürlich weiteratmen, so wie es dich jetzt atmet, ohne dass du irgendwas verändern oder beeinflussen müsstest. Lass es einfach atmen für dich. Und nimm dann in Ruhe die Unterlage, die Rolle unter dir wieder weg. Und wenn du das gemerkt hast, dann leg dich bitte wieder zurück zur Unterlage unter dir. Und jetzt bist du im unmittelbaren Kontakt zur Erde. Nimm dort die neuen Auflageflächen deines Oberkörpers wahr. Diesen neuen Kontakt zur Erde unter dir. Spür den Halt unter dir. Lass dich tragen von der Rückseite. Und nimm die Vorderseite wahr. Da ist sicherlich jetzt ein innerer Raum, den wir öffneten, eine innere Weite. Das ist eine Erfahrung des Körpers, des Leibes. Der Brustkorb ist weiter und gehobener und mobiler, aber auch eine Erfahrung der Atmung. Nimm also wahr, wie du jetzt atmest und wo die Atemräume jetzt im Moment sind. Beobachte auch deinen Puls des Herzens, so wie es jetzt für dich schlägt. Wenn du magst, dann leg eine Hand oder zwei Hände auf den Raum des Herzens. Und so entsteht auch eine taktile Berührung zu dir, zu deinem Raum des Herzens. So kannst du sowohl den Atemfluss unter den Händen spüren, als auch die Lebenskraft deines Herzens. Und atme wieder dorthin, in diesen Kontakt der Hände. Und wenn du dir eine Intention für diese Stunde schenken möchtest, dann finde sie für dich. Entweder eine Intention, die dich begleitet, oder eine Qualität, die dich durch die Stunde führt, oder etwas, das du dir mit dieser Yoga-Praxis schenken möchtest an diesem Abend und an der Zeit, in der du jetzt praktizierst. Und dann atme diese Intention ein. Bring deine Hände wieder an die Seiten neben dir zur Erde und stell einen Fuß nach dem anderen auf. Und dann beginnt mit den Beinen in Ruhe nach rechts und links zu schwingen. Eine erste Drehbewegung, die du dir im unteren Rücken schenkst. Und wenn du dann mit dem Kopf entgegengesetzt mitglattest, dann kann der gesamte Rücken davon profitieren.
Mach das gerne noch ein, zweimal, je nachdem, in die Seiten. Wenn du dann beim nächsten Mal in der Mitte angekommen bist, dann verweile dort. Dann leg dein linkes Bein zur Erde ab und greif dein rechtes Knie mit den Händen. Und so wie du dein rechtes Knie greifst, so schieb dein linkes Bein über die Ferse weit nach vorn, dann wird dein linkes Bein lang und drück die Innenseite des linken Oberschenkels bewusster und tiefer Richtung Erde. Dein linkes Bein ist lang und aktiv geerdet. Belass es so, wie es jetzt ist. Und dann zieh mit dem Ausatmen dein rechtes Knie zum Oberkörper oder zur rechten Flanke heran. Und wenn du einatmest, dann führ dein Knie ein Stück nach vorne, dann werden die Arme lang. Mach das für dich bitte weiter, im eigenen Fluss des Atmens. Wir verbinden das Atmen mit dem Bewegen und vereinen es. Und wir schenken dabei der Beinmuskulatur eine sanfte Dehnung. Das kann im rechten Bein in der Rückseite sein, Beinrückseite Richtung Gesäß. Im linken Bein in der Oberseite, an der Vorderseite des Oberschenkels. Mach das auch hier noch zwei, dreimal. Und wenn du das dann für dich beendest, dann leg dein Bein zurück zur Erde. Dann vergleich dein rechtes und dein linkes Bein. Dann stell den linken Fuß auf und greif dein Knie mit den Händen. Und so wie du es hier greifst, so schieb dein rechtes Bein lang nach vorn in den Raum, schieb die Ferse nach vorn und dann drückst du die Innenseite des rechten Oberschenkels etwas tiefer Richtung Erde. Dein rechtes Bein ist kraftvoll geerdet und ganz lang ausgestreckt. Und dann ziehst du mit dem Ausatmen dein linkes Knie heran, Oberkörper oder Flanke, und schaffst einatmend wieder Raum nach vorn. Mach das für dich im eigenen Atemfluss weiter. Dann dehnt sich im linken Bein die Rückseite etwas. Oberschenkel Richtung Gesäß, im rechten Bein die Vorderseite des Oberschenkels. Das kann sanft sein, ganz fein oder recht deutlich, je nachdem, wie das für dich jetzt im Moment ist. Mach das auch hier noch zwei, dreimal. Wenn du das beendest, dann leg dein linkes Bein wieder zur Erde zurück. Schaff etwas Abstand zwischen den Füßen und dann kannst du die Beine locker und sanft einfach ausschütteln. Dann beginn mit den Füßen nach vorn zu kreisen. Und lass diese Bewegung von den Fußgelenken durch die Beine fließen und von dort in die Hüftgelenke. Wenn du kreist, dann wechsel auch die Richtung. Dann kannst du gerne mal die Beine ausschütteln und beleben. Und dann stell bitte wieder einen Fuß nach dem anderen auf und greif dir diesmal beide Knie, zieh sie zu dir heran, umarme sie. Und dann bekommst du eine sehr schöne Länge im unteren Rücken. Er wird dich durch die Rückbeugen dieser Stunde tragen und dir Halt geben. Und ihm kannst du jetzt eine kleine Massage zu Beginn dieser Praxis schenken, wenn du in die Seiten schaukelst. Und auf einer symbolischen Ebene ist das auch eine Umarmung, die du dir im Moment schenkst. Eine Nähe zu dir, die dich durch diese Stunde leiten kann. Vielleicht auch ein Gefühl, das du damit mit dieser Umarmung integrierst. Vielleicht ein Gefühl einer Hingabe zu dir, zu dem, wie du jetzt bist
und zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dich auf diesem Weg durch diese Stunde begleiten dürfen. Und dann bewahr dir dieses Gefühl, dass du dich umarmst, während du die Füße wieder aufstellst. Und dann leg dein rechtes Bein zurück zur Erde und roll dich bitte auf die rechte Seite. Und dann kannst du dich gerne auf dem rechten Arm auflegen mit dem Kopf. Einen Moment hier verweilen. Und dann stütz dich bitte von hier nach oben und komm gleich in den Vierfüßler. Wenn du hier bist, dann genießt für einen Moment die Bewegungen, die dir jetzt nach den Wegen, die dieser Tag mit sich brachte, gut tun. Bewegungen, die du dir schenken möchtest. Und dann wechsel daraus zu einer Sequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Beginne diese Bewegungssequenz immer im Raum des Beckens. Dann lass eine Bewegung durch den Raum des Rückens fließen, in den Bereich der Schultern und beende sie im Bereich des Kopfes. Da zentriert dich die Ausatmung in den Katzenbuckel. Und der Katzenbuckel ist ein runder Rücken. Du bist auch also körperlich zentriert zu dir. Das kannst du mit dem Bauchnabel aufgreifen, ihn hochführen in den Körper und den Blick Richtung Becken oder Bauchnabel bringen. Bist du ganz bei dir im Katzenbuckel. Und für den Pferderücken, es ist das Gegenteil, ein sehr schöner, entspannter, langer Rücken. Und diese Länge kannst du in den Blick mit nach vorn bringen. Und dafür die Einatmung nutzen. Mach das auch hier noch 2, 3 Zyklen. Und dann beende im Anschluss in einem neutral langen Rücken am Vierfüßler. Wir führen diese Bewegung in den Bereich des Schultergürtels weiter. Tauch hier bitte in den Schulterbereich nach unten ein. Der Brustkorb sinkt tiefer, die Schulterblätter schieben sich zueinander. Und jetzt schiebst du dich zwischen den Schulterblättern nach oben raus und dehnst dort den Schultergürtel auf. Mach das für dich weiter. Der Rücken bleibt lang und die Bewegung entsteht nur im Bereich des Schultergürtels. Auch hier wieder beenden. Nicht ganz oben, nicht ganz unten, eher in einem guten Gefühl in der Mitte. Und dann stell die Füße bitte auf. Und bevor wir jetzt etwas Kraft einbauen, bitte ich dich, die Finger aufzufächern. Also eine ganz große Basis zum Boden zu machen. Und die Fingergrundgelenke in den Boden zu integrieren. Besonders die der Daumen und Zeigefinger. Und dann drück auch die Außenkanten der Hände etwas tiefer in den Boden. Und jetzt drückst du die Hände nach unten und ziehst die Knie ein kleines Stück nach oben. Dann nimm dich wahr in dieser Kraft, ein Kraftbogen von den Händen durch die Arme, in den Schulterbereich, in den Rumpf, Beckenbereich, die Beine nach unten und in die Füße und dann zurück zur Erde. Ein Bogen, den die Kraft macht. Eine Kraft, die dich erhebt und trägt. Atme tief. Und jetzt schieb ganz in Ruhe dein Gesäß Richtung Fersen, dann kommst du nah an die Oberschenkel, bleib an diesem nahen Kontakt der Oberschenkel und schieb dann dein Becken hoch, den ersten nach unten schauenden Hund, bleib an den Oberschenkeln, drück die Hände nach unten, zieh dein Becken hoch, wenn du ganz lang geworden bist im Rücken, dann senk die Außenkanten der Fersen nach hinten runter. Dann wieder die Kraft warf, den Händen in die Arme, Schultern, Flanken, hoch zum Becken und dann den Bereich der Beine absteigend Richtung Füße und zurück in die Erde. Und zwischen Füßen und Händen schiebst du dein Becken ausatmend hoch. Einatmend in den Liegestütz fließen, bitte. Nimm die Länge der Rückseite mit, streck dich von den Fersen zum Scheitel, schieb dich zwischen den Schultern hoch, denk an einen Hosenknopf, den du zumachst und schieb dich mit dieser Kraft wieder hoch in den abwärts schauenden Hund und atme aus nach oben. Atme ein, komm nach vorne in den Liegestütz. Und atme aus, schieb dich wieder hoch, das ist eine Kraft der Mitte des Körpers. Noch ein letztes Mal, einatmend nach vorne den Liegestütz gleiten. Und ausatmen, kommst du in die Bauchlage, bremst dich ruhig in der Bewegung ab und bring die Ellenbogen nah an den Körper, wenn du hier ankommst. Leg die Füße ab
die Beine entspannt ab. Roll das Becken ein klein wenig ein und dann schlängel dich sanft in der Bauchlage. Sanft nach rechts, links schlängeln und räkeln. Wenn du eine kleine Drehbewegung einbauen möchtest, dann drück eine Hand in den Boden und dreh dich in die Seite auf. Und mach das, was dir jetzt in diesem Moment gut tut. Das, was dich und den Rücken verwöhnt. Dann schlängel dich bitte hoch in eine erste sanfte Rückbeuge. Das kann die Cobra durchaus sein. Roll die Schultern weich zurück. Dann drück die Hände nach unten und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann greif die Bewegung auf, führ sie weiter. Und lass sie dann in Ruhe ausklingen, sodass von innen nach außen eine Bewegung entsteht, die dich zur Ruhe bringt, zum abwärts schauenden Hund. Dann atme tief in den Raum des Rückens. Und stell dir vor, du entspannst den Raum des Rückens, wenn du atmest. Entspannst also dich von der Rückseite, damit auch den Raum des Herzens von der Rückseite entspannen. Und dann lass ihn nach unten Richtung Boden schmelzen. Dann komm wieder zurück in den Katzenbuckel, roll dich ein, gleite weich in den Pferderücken und komm zum Kind und bleib hier einen kleinen Moment. Mach es dir ganz bequem, ganz gemütlich. Dann schick die Atmung wieder in den Raum des Rückens, der jetzt so schön aufgefächert, so schön weit ist. Atme dorthin in diese Weite. Und wieder entspannt sich dein gesamter oberer Rücken von der Rückseite her. Der Raum des Herzens entspannt sich und das Herz sinkt sanft Richtung Erde. Lass dein Gesäß zurücksinken und krabbel mit den Händen nach vorn. Streck dich lang in den Seiten aus, fäche die Hände auf und atme aus, entspann dich noch einmal. Atme ein, komm hoch in den Katzenbuckel. Dann fließt zum Pferderücken und ausatmend hoch zum abwärts schauenden Hund. Einatmend in den Liegestütz fließen, ausatmend in die Bauchlage, die Ellenbogen nah an den Körper beugen. Und dann komm wieder an, roll noch einmal dein Becken etwas ein. Roll die Schultern weich zurück und räkel dich wieder hoch in Cobra oder, wenn du weiter hoch möchtest, dann in den aufwärts schauenden Hund und streck dich wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein rechtes Bein nach oben und streck die gesamte rechte Seite lang, von der Hand bis in die Ferse hoch und dann trete mit dem rechten Fuß bitte nach vorn Richtung Hände. Jetzt kannst du gerne das linke Knie absetzen am Boden, wenn du das sanfter möchtest, diesen Weg, den wir jetzt weitergehen. Du kannst da auch gerne die Decke, die du hattest, vielleicht anders falten, sodass sie ein Polster ist für dein Knie. Und wenn du im Moment noch aktiv sein möchtest, dann lass einfach das linke Bein gestreckt. Komm mit dem rechten Fuß eine Fußbreite nach außen. Stütz die linke Hand gut unter der Schulter auf, da wo die Hand und das Handgelenk sich wohlfühlen. Bring die rechte Hand auf dein rechtes Knie, drück die Hand auf das Knie und dreh dich langsam nach rechts auf. Es gibt so ein bisschen Halt in den Beckenraum, schließt sanft den Beckenboden, saugst den Bauchnabel etwas nach rechts hoch. Dann hast du Halt im Rumpfbereich, dann kann der obere Rücken sich weicher drehen. Jetzt streck den rechten Arm nach vorne, mach einen Bogen nach oben in die Welt, bring die Hand nach hinten an das Kreuzbein, stütz dich dort auf. Lass die rechte Schulter nach hinten fließen und bring jetzt die hintere Hand an den Hinterkopf. Und dann lehn dich weich und sanft nach hinten an, beug dich zurück, lehn dich zurück. Wenn du weiter möchtest, dann stütz die untere Hand nochmal weiter nach hinten auf, vielleicht von der Matte weg. Lehn dich weiter zurück und jetzt streck den rechten Arm nach oben. Dann entsteht Weite. Der rechte Arm hebt hoch, der linke Arm drückt nach unten. Du streckst dich in beide Richtungen aus, nach oben und nach unten. Und diese Weite entsteht aus dem Raum des Herzens, denn durch diesen Raum fließt diese Länge. Wenn du einatmest, streck dich weiter aus, vom Raum des Herzens in die Welt, nach oben und in den Boden, nach unten. Wenn du ausatmest, entspann dein Herz und lass dich weicher in die Haltung fließen. Noch einen Zyklus, noch einmal tief einatmen und strecken und ausdehnen und ausatmen, kommst du wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Hier langsam laufen und räkeln. Und dann heb dein linkes Bein nach oben raus. Und
Trete mit dem Fuß nach vorn. Auch hier kannst du dein rechtes Knie gerne aufsetzen, wenn du das Ganze entspannter und sanfter haben möchtest. Oder im Moment noch dein rechtes Knie gestreckt lassen. Je nachdem, was vielleicht deiner Intention diese Stunde näher kommt heute. Linker Fuß ein Stück nach außen, ein Fußbreit nach außen. Rechte Hand gut aufgestützt, da wo es passt. Bring die linke Hand auf dein Knie und dreh dich nach links auf. Und bevor wir starten, ist immer die Basis wichtig. Dein Beckenbereich in diesem Augenblick jetzt. Du schließt den Beckenboden, ziehst den Bauchnabel sanft nach rechts hoch, Richtung Oberschenkel. Dann hast du Halt und Stabilität. Und von dort kann der obere Rücken sich weicher drehen. Streck den linken Arm nach vorn, mach einen ganz großen Bogen nach oben und den Bogen weiter nach hinten an dein Kreuzbein. Finde da Halt, komm hier an und lass dein oberes Schultergelenk nach hinten fließen. Dann bring die Hand an den Hinterkopf. Und lehn dich weiter nach hinten an. Du kannst, wenn du weitergehen möchtest, auch hier die rechte Hand weiter nach außen versetzen, dich weiter zurücklehnen. Und dann streckst du dich außer dieser angelehnten Haltung nach oben aus und nach unten zum Boden. Und wieder fließt diese Weite durch den Raum des Herzens. Und immer dort, wenn du einatmest, im Raum des Herzens, dort lässt du die Weite entstehen. Streckst dich aus nach oben und nach unten. Wenn du ausatmest, entspann den Raum des Herzens, entspann dich in diese Drehung. Noch einmal mit der Einatmung in die Weite pulsieren und ausatmen, wieder zurückkommen bis zum abwärts schauenden Hund. Komm hier an und atme tiefer in den Raum des Rückens, um auch den Herzraum von der Rückseite her zu entspannen. Einatmend gleite in den Liegestütz, ausatmend in den Weg zur Erde. Wenn du ankommst, dann wieder sanft nach oben reckeln, die eine oder andere Bewegung entdecken, die eine Spannung lösen kann. Atme dich nach vorn hoch in die nächste Rückbeuge und streck dich wieder in den abwärts schauenden Hund. Dann heb dein rechtes Bein nach oben raus und komm mit dem Fuß nach vorne. Dann bring dein linkes Knie bitte auf ein gutes Polster nach unten. Linkes Knie setzt du auf. Jetzt könntest du, da wir jetzt einen Moment mit den Händen noch am Boden bleiben, könntest du dir gerne die Blöcke nehmen für die Hände, sodass du vielleicht leichter atmen kannst. Und jetzt beug bitte dein vorderes Knie an. Und dann kannst du gut spüren, dass dein Becken nach vorn eintaucht und der linke Oberschenkel sich dehnt. Den hinteren Fuß kannst du aufstellen oder ablegen, mach das, für das hintere Knie sich jetzt besser anfühlt. Und während dein Becken eintaucht, kannst du nach kleinen Bewegungen suchen, die etwas mehr die Fasern des linken Oberschenkels dehnen. Komm dann aus der Dehnung etwas mit dem Becken zurück. Stell den rechten Fuß eine Fußbreite weiter nach außen auf. Und jetzt bringst du zunächst die rechte Hand auf dein Knie. Dann nimm die linke Hand mit auf das Knie und richte dich nach oben auf. Gut, jetzt beug dein vorderes Knie wieder und lass dein Becken nach unten sinken. Und das intensiviert etwas die Dehnung des linken Oberschenkels, da du hier aufgerichtet bist und dein Becken insgesamt eher aufgerichtet ist. Vorderes Knie angenehm weit beugen. Das kann für den Moment auch über den Fuß hinaus beugen. Das ist durchaus möglich. Und jetzt kommst du wieder ein Stück zurück aus der Dehnung heraus. Ja, und wir schwingen jetzt ganz in Ruhe in dieser Bewegung weiter. Du tauchst nach vorn ein, Becken taucht ein, Oberschenkel dehnt. Dann schiebst du dich wieder ein Stück zurück. Vielleicht findest du eine passende Atmung, die dich begleitet. Mach das noch einmal bitte. Beug dein vorderes Knie an, tauch hier ein. Und dann nimm den unteren Rücken wahr.
Je weiter das Becken nach vorn sinkt und je weiter du dein Knie beugst, desto mehr kommt der untere Rücken in ein Hohlkreuz. Ja, und desto leichter fällt es dem oberen Rücken, sich etwas mehr nach hinten anzulehnen. Greif das also auf. Wenn du das Becken zurückschiebst, kommst du ein bisschen aus dieser Rückbeuge raus. Und wenn du wieder in das vordere Knie beugst, kannst du weicher an die Rückbeuge schmelzen. Noch hier ein, zwei Runden. Und wenn du das nächste Mal das Knie anbeugst, dann komm mit dem Oberkörper Richtung Knie, mit den Händen wieder zurück nach unten. Dann stell den hinteren Fuß auf und mach jetzt einen Schritt nach vorn, bitte. Linke Fuß, einen Schritt nach vorn. Eine ganz weiche Vorbeuge. Wenn du die Knie gut beugst, dann streck dich in eine halbe Vorbeuge nach vorn. Mach einen langen Rücken, streck dich nach vorn, lass die Knie etwas gebeugt und entspann dich wieder weich und sanft in die Vorbeuge nach unten. Bleib einen Moment hier. Lass dein Herz weich nach unten schmelzen und verschränk die Hände hinter dem Rücken, mach eine Faust. Dann zieh die Ellenbogen etwas nach außen, zieh die Schultern nach oben und streck die Arme langsam nach oben aus Richtung Himmel. Entspann den Oberkörper nochmal, entspann den Nackenbereich und dein Gesicht. Entspann dein Herz, lass es nach unten schmelzen. Und stell dir vor, dass die Arme etwas weiter über den Kopf nach vorn fließen, wenn du dich weiter nach vorn vor dir verneigst. Entdeck da also auch eine Intention, nicht nur eine Vorbeuge, sondern auch eine Intention, eine Hingabe zu dir und den Möglichkeiten, die du im Moment hast. Und dann wird aus der Vorbeuge eine Verneigung vor dir und deinen Möglichkeiten. Wenn du weitergehen möchtest, dann schieb die Innenseiten der Oberschenkel etwas weiter zurück. Atme. Und löse wieder auf, bring die Hände wieder zurück nach hinten und nach unten. Und dann für den rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Folge mit dem linken Fuß nach hinten in den Hund. Und dann kommen wir wieder an, atme in die Rückseite, entspann sie. Spür dein Herz, wie es pulsiert. Dann hebe dein linkes Bein nach oben, streck die linke Seite lang von der Hand bis hoch in die Ferse und schwing den rechten Fuß nach vorn und bring dein den linken Fuß, Entschuldigung, nach vorn und bring dein rechtes Knie zur Erde. Und dann polster es gut auf und dann kannst du wieder die Blöcke nehmen und das Becken nach vorn eintauchen lassen, wenn dein Knie sich beugt. Bleib in dem Becken etwas angetaucht und dehn den rechten Oberschenkel und such dir Bewegungen dafür. Bewegungen, die die Fasern des Oberschenkels aktivieren und dehnen dürfen. Dann komm aus der Dehnung ein Stück zurück mit dem Becken. Hinteren Fuß kannst du aufstellen oder ablegen, je nachdem, was für das Knie sich am besten anfühlt. Komm mit dem vorderen Fuß eine Fußbreite nach außen. Dann schütz die linke Hand auf dem Knie auf. Nimm die rechte Hand dazu und richte dich bitte langsam nach oben auf. Und dann pulsiere wieder in eine sanfte, große Bewegung. Beuge dein vorderes Knie an. Tauch mit dem Becken ein. Dehnt sich der rechte Oberschenkel. Dann schieb dich wieder ein Stück zurück nach hinten und fließ in der Bewegung weiter, gerne verbunden mit einer sehr schönen harmonischen Atmung, die dazu passt. Und auch hier kannst du die Beobachtung machen, dass mit dem Beugen des vorderen Knies und dem Eintauchen des Beckens eine sanfte Rückbeuge leichter fällt. Also wenn du dein Becken nach vorn bringst, dehnt sich nicht nur der Oberschenkel, sondern auch eine weiche Rückbeuge wird möglich. Mach das auch hier noch ein, zwei Runden für dich.
Wenn du dann beim nächsten Mal dein vorderes Knie wieder anbeugst, dann bleib dort, komm mit dem Oberkörper Richtung Knie, bring die Hände wieder zurück, den hinteren Fuß aufstellen, tritt noch einmal nach vorn, rechter Fuß nach vorn, verneig dich vor dir und deinen Möglichkeiten, komm dann in die halbe Vorbeuge, heb dein Herz, streck den Rücken, schieb die Innenseiten der Oberschenkel etwas weiter zurück, streck dich also mehr und dann beug die Knie noch einmal gut an, fließ nach unten, entspann dich in die Vorbeuge und die Verbeugung zu dir selber. Bleib nah an den Oberschenkeln, lass die Knie dafür gut gebeugt, verschränk die Hände hinter dem Rücken, vielleicht einen Finger weiter in diese ungewohntere Verschränkung, die Ellenbogen etwas nach außen führen, zieh die Schultern nach oben und streck die Arme langsam nach oben aus und lass sie ganz in Ruhe über dem Kopf nach vorn sinken, jedenfalls vom Gefühl her. Du verneigst dich vor dir, entspann den Oberkörper, entspann deinen Herzraum, atme dahin. Und lass die Arme weit über dem Kopf nach vorn fließen, verbeug dich dafür weiter und beginn die Innenseiten der Oberschenkel weiter nach hinten zu schieben. Und atme dich in diese Haltung. Und dann löse sie bitte wieder auf, bring die Hände zurück zum Boden, dann für den linken Fuß einen großen Schritt zurück. Lass das Becken für einen Moment tiefer sinken und heb den Kopf, heb den Blick nach vorn. Atme ein, streck die gesamte hintere Seite. Atme aus, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Auch hier tief in den Rücken atmen, in die Rückseite atmen. Komm einatmend nach vorne in den Liegestütz, ausatmend zur Erde. Und bleib hier einen Moment. Du kannst gerne die Hände als Kissen nehmen für eine Wange deiner Wahl oder für die Stirn und in dieser Haltung entspannen. Nimm den Raum des Herzens wahr, wie er jetzt pulsiert. Nimm die Atmung wahr und führe sie in den Raum des unteren Rückens. Atme dorthin und fächer ihn auf. Pulsiere ihn auf, wenn du einatmest. Und stell dir eine innere Massagebewegung dabei vor. Wenn du dem unteren Rücken eine kleine Bewegung schenken möchtest, dann schüttel dein Becken ganz locker und sanft einfach aus. Gut, dann komm wieder an, stütz die Hände neben dir auf, roll dein Becken etwas ein, roll die Schultern weich zurück und rakel dich hoch zur Kobra oder zum aufwärts schauenden Hund. Und komm dann bitte zurück in den abwärts schauenden Hund. Atme hier wieder tief in die Rückseite und streck sie. Schieb dein Becken hoch, drück die Hände nach unten in die Erde und lass ganz am Ende die Fersen über die Außenseiten nach hinten runter sinken. Heb dein rechtes Bein an und schwing den Fuß nach vorn. Jetzt brauchst du wieder das Polster unter dem linken Knie. Ein gutes, dickes Polster bitte. Denn wir bleiben jetzt eine Weile hier mit dem Knie. Das Knie gut aufsetzen, den hinteren Fuß aufstellen oder ablegen, je nachdem, was für das Knie sich jetzt schöner anfühlt. Und den vorderen Fuß setzt du eine Fußbreite nach außen. Jetzt stützt die rechte Hand auf dein Knie, nimm die linke Hand dazu und richte dich nach oben bitte auf. Wir werden jetzt im Hauptteil dieser Stunde eine sehr intensive Rückbeuge erfahren, Anjalinea Mudra und Asana. Und wir bauen das Ganze Schritt für Schritt auf. Und so kannst du an jeder Stelle, an jedem Schritt spüren für dich, passt es, magst du da bleiben, magst du weitergehen oder magst du einen Schritt zurückgehen. Und man macht das mit einer Hingabe zu dir und deinen Möglichkeiten. Und trotz der Intensität versuch immer wieder ein sanftes, angenehmes Gefühl darin zu entdecken, in den Dingen, die du tust. Und so wie du bist. Gut, und dann ja, nochmal aufrichten. Für deinen guten Halt zur Erde. Drück auch den hinteren Fuß etwas mehr in den Boden. Und wir bauen erst das Fundament des Beckens auf. Schließe dafür behutsam von unten den Boden des Beckens. Und dann stell dir eine Hose mit einem Knopf vor, den du etwas enger machst, oder einen Gürtel, den du enger machst. Dann verweile in dieser Muskulatur des Beckens und beginne dich dann von dort umso lebendiger nach oben aufzurichten.
den Oberkörper zu erheben. Das kann ein inneres Gefühl sein, vielleicht ein Abstand, der sich verlängert zwischen dem Raum des Beckens und dem Raum des Herzens, oder ein äußeres Gefühl, dass du dich aufrichtest, da die Flanken, die Körperseiten, dass du sie nach oben atmest, das würden die Flanken zwischen den Achseln nach oben wachsen oder der Brustkorb insgesamt zwischen den Schultern nach oben schweben. Atme dich nach oben. Jetzt stützt die Hände an den Hüften auf und zieh die Ellenbogen weit nach hinten. Dadurch rollen die Schultern zurück und der Raum zwischen Schultern, Schlüsselbein und Brustbein wird weit und streckt sich. Und das ist eine erste Rückbeuge hier im oberen Bereich des Rückens. So hast du den ersten Schritt getan. Jetzt saug die Schulterblätter zueinander und integriere sie in den hinteren Bereich des Rückens. Saug sie an den Rücken heran, deine Schulterblätter. Und von dort, von einem zentrierten Gefühl, kann die Vorderseite sich weiten. So kannst du deinen Brustbein weiter nach vorn aufrichten und nach oben atmen. Dann geht es ein bisschen mehr, einen Schritt weiter in eine Rückbeuge. Und das entsteht aus der Kraft der Rückseite. Schulterblätter, auch unteren Spitzen der Schulterblätter saugst du in den Rücken, um darüber dein Herz nach vorn hochzuheben und den Brustraum zu weiten. Integriere immer wieder die Atmung. Und stütz die linke Hand gut auf hinter dir. Bring die rechte Hand an den Hinterkopf. Und da entsteht etwas wie ein Kontakt und eine Geborgenheit in diesem Kontakt. Und in diesem Gefühl der Geborgenheit kannst du den Kopf weicher nach hinten anlehnen. Gehst ein bisschen weiter an die Rückbeuge. Denk sie nicht nur nach hinten, denk sie immer noch mit dem Brustbein und dem Herzraum nach vorn hoch. Und nutze dafür jedes Mal die Einatmung. Lass sie nach vorn oben fließen, in den Raum des Herzens, bis hoch in die Schlüsselbeine. Und jetzt könntest du dein vorderes Knie ein bisschen mehr beugen, dann fällt dir die Rückbeuge etwas leichter. Geh nicht zu weit, immer nur Schritt für Schritt und atme dich immer wieder nach vorn hoch, wenn du gleichzeitig den Beckenraum zentrierst über den Beckenboden und den unteren Bauchraum, der einen Hosenknopf zumacht. Wenn du weitergehen möchtest, einen Schritt weiter, dann löse die linke Hand und bring sie mit an den Hinterkopf. Und vielleicht kannst du dein vorderes Knie weiter beugen und weicher in die Rückbeuge fließen. Und immer wieder nach vorne hochtragen, atmen, den Herzraum entspannen. Das vordere Knie ein bisschen weiter beugen, wenn du magst. Wenn du noch den letzten Schritt mitgehen möchtest, dann löst die Hände vom Kopf und streckt die Arme lang nach hinten weg. Vielleicht neben oder hinter die Ohren, die Oberarme. Du kannst die Hände gern zusammenbringen, die Finger verschränken. Dann atmest du dich in einen ganz großen Bogen der Vorderseite, in diese volle Haltung von Anjalineya Asana. Und atmen und nach oben tragen. Und ganz weit strecken. Wir gehen langsam wieder zurück, bring die Hände zurück an den Hinterkopf, finde hier die Geborgenheit zurück, dann richte dich von dort langsam wieder nach oben auf, lass dir Zeit, komm hier oben an, dann bring die Hände an dein Knie, lehn dich nach vorn zum Knie, dann stütz die Hände zurück zur Erde und da hat sie dich wieder, da hat sie auf dich gewartet. Komm zurück in den abwärts schauenden Hund, bitte. Und streck dich aus und lass dich in die Länge fließen. Und atme jetzt in die Rückseite, den gesamten Raum des Rückens, der eben aktiv war. Atme ihn durch. Pluster ihn auf. Atme ein in den Liegestütz. Atme aus in die Bauchlage. Einatmen, roll dein Becken zurück, roll die Schultern zurück, heb dich nach vorne hoch. Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, komm wieder nach hinten hoch in den nach unten schauenden Hund. Und hier wieder in die Länge atmen, in die Bewegung fließen, wenn sie für dich gut tun. Dann heb aus diesen Bewegungen dein linkes Bein nach oben und streck die linke Seite richtig lang aus und komm mit dem Fuß nach vorn. Mit dem rechten Knie auf das Polster nach unten.
So. Hinteren Fuß entweder wieder aufstellen oder ablegen, je nachdem, was für das Knie sich am besten anfühlt. Und egal ob aufgestellt oder abgelegt, drück den Fuß sanft in die Erde und komm mit dem rechten Fuß da an, wo es dir passt. Linker Fuß, eine Fußbreite nach außen bitte und auch hier den Fuß erden. Dann bring die linke Hand an dein Knie, nimm die rechte dazu und richte dich auf. Dann führt erstmal Halt und Ruhe, um dich zu sortieren. Gut, jetzt braucht es die Basis und ein Fundament und das ist sowohl die Basis der Beine als auch dein Beckenraum. Und da findest du Halt. Da schließt von unten den Raum des Beckens, den Beckenboden. Stell dir von vorne einen Hosenknopf zu oder einen Gürtel, den du etwas enger machst. Und dann ist die Rumpfmuskulatur aktiv, dein Becken zentriert, Rumpfmuskulatur aktiv. Becken kann ein bisschen sich aufrichten, wenn du das noch magst. Und jetzt lass von dort ein Gefühl einer Erhabenheit und Leichtigkeit nach oben entstehen. Rakel dich hoch. So dass der innere Abstand zwischen dem Beckenraum und dem Brustraum sich weitet, du dich aufrichtest, die Flanken verlängerst, mit dem Brustkorb zwischen den Schultern nach oben schwebst. Dann bring die Hände an die Hüfte, rackel dich weiter hoch und zieh jetzt die Ellenbogen nach hinten. In den ersten Schritt dieser intensiven Rückbeuge. Ellenbogen schieben zusammen, Schulterblätter führen zusammen. Und das schafft etwas Weite in der Vorderseite. Und das ist der erste Schritt dieser Rückbeuge. Atme dich nach vorne hoch, Rippe für Rippe nach oben in den Raum des Herzens. Ein Raum, der dich trägt, der dir Weite schenkt. Und ein Schritt weiter wäre es jetzt, den unteren Teil der Schulterblätter in den Rücken zu integrieren und darüber die Vorderseite weiter aufzurichten. Ja, die Schulterblätter sind eine Stütze, die den Brustraum aus seiner Rückseite raus aufrichten und Halt geben, so kann die Vorderseite der Brustbahn sich weiter aufrichten, weiter wachsen und sich strecken und eben auch der Raum des Herzens aus der Rückseite gestützt und gehalten werden. Und so kann die Vorderseite sich weiten. Atme wieder dorthin, die Vorderseite. Und dann stützt die linke Hand gut auf, da wo du Halt bekommst. Auch die rechte Hand gut aufstützen. Das wird die Stützhand, die dich jetzt hält. Und wenn die rechte Hand da bleibt in diesem Kontakt, bringst du die linke Hand an den Hinterkopf und entdeckst darin wieder die Geborgenheit und den Halt. Ja, der Kopf wird durch die Hand gehalten. Er kann sich jetzt nach hinten in diesen Halt der Hand anlehnen. Gehst du eben einen Schritt weiter in diese Rückbeuge. Erinnere dich noch an den Raum des Beckens, der dich hält und trägt. Die Vorderseite, die du weitest und nach vorne hoch atmest. Während du dich weiter nach hinten lehnst. Und vielleicht das vordere Knie etwas mehr beugst. Geh nicht zu weit, geh mal dorthin, wo du sein möchtest. Dort, wo es deiner Intention entspricht. Da, wo die Atmung noch präsent ist. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann bring die rechte Hand mit an den Hinterkopf. Lehn dich etwas weiter nach hinten an und beug dafür das vordere Knie umso mehr. Umso leichter fällt dir diese Rückbeuge. Der Blick kann schräg hochgehen, wenn du magst. Die Atmung nach oben, dich erheben und die Rückseite dich weiter tragen und stützen. Wenn du Raum hast für die Rückbeuge, dann beug dein vorderes Knie weiter, lehn dich weiter zurück. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, den letzten Schritt zu Anjali Neasana, dann streck die Arme hinter dir aus, machst einen ganz großen Bogen. Die Arme fließen neben oder hinter die Ohren. Und du malst diesen Bogen und erhebst dich mit dem Herz aus der Rückseite hoch. Und atme. Noch einmal tief atmen. Und dann bringst du die Hände wieder an den Hinterkopf zurück. Und ganz in Ruhe kommst du hoch. Richtest dich auf nach oben. Dann bring die Hände wieder in das Knie zurück. Komm nach vorn mit dem Oberkörper. Und dann finde den Kontakt zur Erde neu. Und komm aus ihm zurück in den abwärts schauenden Hund. Du kannst da gerne die Unterlage der Knie zur Seite nehmen. Brauchen sie nicht mehr in dieser Stunde.
Komm erstmal hier an im Hund und entdeck die ersten Wohlfühlbewegungen, die dir gut tun, die dich verwöhnen. Entdeck auch die Atembewegungen im Raum des Rückens. Atme dafür die Vorderseite und dann Herzraum Richtung Erde. Atme ein in den Liegestütz und atme aus in die Bauchlage und komm hier an. Nutz wieder ein Handkissen für die Wange deiner Wahl oder für die Stirn. Und genieß die nächsten Momente, um zu entspannen. Entspann den Rückenbereich, der dir eine wunderbare tragende Stütze sein dürfte. Schick die Atmung dort belebend und verwöhnend hin, auch besonders in den Raum des unteren Rückens. Atme ihn. Und nimm den Raum des Herzens wahr, wie es dort pulsiert. Und dann finde mit dem Becken ganz wohltuende Schüttelbewegungen, sodass der untere Rücken belebt wird. Wenn du die Bewegung ausklingen lässt, dann landest du wieder hier. Dann stützt die Hände neben dir auf und komm in den Vierfüßler, bitte. Nutz ihn und räkel dich und schlängel dich und respektiere dabei, dass der untere Rücken durchaus noch komprimiert ist und durchaus noch eine Kraft hat. Respektiere das erstmal so, wie es ist. Und nutz Bewegungen. Etwas, das dich belebt, das dir hilft, die ersten Anstrengungen und Spannungen zu lösen, die der Rücken noch in sich trägt. Und dann lass die linke Hand aufgestützt und greif mit der rechten Hand ganz weit nach vorn zur Erde. Und dann verneig dich für einen Moment zu ihr. Bring die Stirn Richtung Erde und lass den Raum deines Herzens nach unten schmelzen. Atme dich in diese Weite. Und komm wieder zurück. Die andere Seite. Stütz die rechte Hand gut auf und greif mit der linken Hand weit nach vorn und schmelz in eine wunderbare Länge zur Erde. Und komm auch hier wieder zurück in den Vierfüßler. Noch einmal in sanfte, belebende Bewegungen. Ich werde einen Moment in das Kind eintauchen. Bring dafür die Knie bitte auseinander und die großen Zehen zueinander. Und dann lass dir Zeit, vielleicht eine Zeitlupe, um dein Gesäß Richtung Fersen zu senken. Und hier anzukommen in diesem wunderbaren Moment des Kindes. Dann ist die Rückseite, die eben dich trug und die Komprimierung und die Kraft erfahren dürfte, ist jetzt in einer sehr, sehr sanften Weite. Dann schick die Atmung dorthin in den Raum des Rückens und plöster ihn liebevoll auf. Und so wie der Raum des Rückens sich entspannt, so entspannt sich auch die Rückseite deines Herzens. Sie wird weiter. Und dein Herz selbst kann entspannter Richtung Erde schmelzen. Und das ist auch eine sehr schöne Haltung, voller Hingabe zu dir. Du bist nah bei dir, physisch nah. Da darf auch ein Gefühl entstehen, ein Gefühl einer Hingabe zu dir selbst, zu den Möglichkeiten, die du nutztest, die dich durch die Wege dieser Stunde führten bis hierher. Zu der Hingabe dazu, wie du bist und wie du jetzt bist. Einer Hingabe zu dir, zu deinem Geist, zu deinem Körper, zum Raum deines Herzens, zu deiner Atmung. Und nimm diese Qualitäten mit, auch wenn du dich aufrichtest zum Sitzen.
Dann wechsel bitte mit den Füßen nach vorn. Und komm auf die Unterarme. Ja, leg die Beine lang nach vorn ab. Komm auf die Unterarme. Beginne eine sanfte Sequenz aus Vor- und Rückbeuge, um dem Rücken weite, sanfte, belebende Wirkungen zu schenken. Und dafür schiebst du zuerst die Fersen nach vorn und bringst die Füße zueinander. Dann lass die Beine, wie sie sind, lass das Becken in Ruhe ankommen und tauch mit dem Oberkörper in den Raum der Schultern nach unten ein und senk dein Kinn Richtung Brustbein. Lass den Rücken weit und entspannt. Heb jetzt deinen Brustkorb nach oben hoch. Lass die Schultern zurückgleiten. Führ unter dem Rücken die Schulterblätter zueinander. Heb dein Herz weiter aus der Rückseite nach oben und lehn den Kopf angenehm weit nach hinten an, soweit es für dich gut sich anfühlt. Atme nach oben ein, trag dein Herz nach oben. Atme aus, senk dein Kinn Richtung Brustbein, tauch in den Schultergürtel nach unten ein. Und wenn du einatmest, dann finde wieder den Auftrieb und die Weite nach oben. Und mach das die nächsten Momente für dich weiter. Ganz in der Harmonie der Atmung und der Bewegung. Ganz für dich selbst. Je nach Wunsch, noch ein, zwei Runden. Um dich dann am Ende am Boden ausgleiten zu lassen in die Rückenlage. Wenn du angekommen bist, dann nimm die gesamte Rückseite wahr, die sich wieder neu mit der Erde verbindet und die von der Rückseite gestützt wird. Nimm die Vorderseite wahr, ein Gefühl dort, besonders auch im Raum des Brustkorbs natürlich. Nimm die inneren Räume wahr, die die Atmung jetzt erfüllt. Und atme wieder bis in den Raum deines Herzens. Dann breite von dort, von diesem weiten Herzen, die Arme weit zur Seite aus und stell einen Fuß nach dem anderen auf. Dann beginne mit den Beinen in Ruhe nach rechts und links zu pendeln und folge mit dem Kopf entgegengesetzt. Wenn du das für dich jetzt intensiver mögst, dann schling ein Bein dabei über das andere. Wenn du ein Bein umschlungen hast, dann wechsel in die andere Variante und mach genauso angenehm und wohltuend weiter, bitte. Komm in der Mitte wieder an, bring den Fuß zurück und greif dir ein Knie nach dem anderen. Und so erfährt auf physischer Ebene der untere Rücken wieder eine wunderbare Weite. Das kannst du nutzen und ihn massieren, wenn du die Seiten schwingst. Aber genauso ist es auch eine Umarmung, die du dir am Ende dieser Wege, wie sie jetzt gegangen sind und hinter dir liegen, schenkst. Eine Umarmung für dich, so wie du jetzt bist. In der Intention, die du dir schenkst.
Dann stell die Füße bitte wieder auf, drück sie in die Erde und versetz dein Becken eine gefüllte halbe Breite nach rechts. Dann lass die Knie nach links sinken, vielleicht auf eine Unterlage oder dorthin, wo es für dich gemütlich wird. Leg die Arme dorthin, wo sie sich entspannen können, vielleicht schräg nach hinten. Entspann den Schulterbereich, besonders den rechten. Wenn du den Kopf wenden möchtest, dann versetz ihn erst ein Stück weit nach links und dann wende ihn nach rechts. Und dann komm für dich so an, dass du genau da bist, wo du dich wohlfühlst, wo es dir vertraut ist, wo du dich entspannen kannst. Dann nutze die nächsten Momente und atme dich weicher und entspannter in diese Haltung. Lass dich hineinschmelzen. Geh den Weg langsam wieder zurück in die Mitte. Und falls dort Bewegungen gut und wertvoll sind, dann gönn sie dir für diesen Moment. Dann wechsel in die zweite Seite, versetz dafür dein Becken ein Stück weit nach links und lass dann die Knie nach rechts sinken. Dorthin, wo sie sich wohlfühlen, wo es für dich angenehm ist, leg die Arme bequem, aber auch den linken Arm, vielleicht schräg nach hinten, entspann dann den Schulterbereich. Versetz den Kopf, wenn du ihn drehen möchtest, vorher ein Stück nach rechts. Und dann lass dich in die Drehung fließen. Komm genauso gemütlich hier an. Dort, wo du sein möchtest, dort, wo es dir möglich ist, mit dem Ausatmen Spannungen loszulassen und immer entspannter in die Haltung zu fließen. Dann komm auch hier wieder zurück zur Mitte. Umarm noch einmal deine Knie bitte und verwöhne dabei den unteren Rücken. Wenn du das Gefühl hast, dass der untere Rücken noch etwas mehr Länge und Entspannung gebrauchen könnte, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du könntest die Knie weiter zu dir heranziehen, also dich kompakter hinlegen, den unteren Rücken an anderen Stellen massieren oder du drehst dich nochmal in eine Richtung oder greifst dir einfach für Happy Baby die Außenseiten der Füße. Orientierst die Fußsohlen nach oben, ziehst die Knie nach unten und kannst dich abwechselnd bewegen. Mach das, was für dich jetzt gut tut.
das, was du dir an dieser Stelle schenken möchtest. Und wechsel dann vom Liegen wieder nach oben zum Sitzen. Du kannst dich mit Schwung hoch bewegen oder du rollst dich noch einmal auf die linke Seite, verweilst einen Moment und kommst dann erst nach oben. Dann such dir einen guten Sitz bitte aus. Wenn du soweit bist, dann schließ die Augen und lass uns wieder lösen von den äußeren Dingen und den Eindrücken. Und wende dich nach innen, hin zu dir selbst, um wahrzunehmen, was diese Stunde in dir bewirkt hat, mit all den Wegen, die du durch diese Stunde hindurch gingst. Wie fühlt sich das jetzt an? Wir haben versucht, einen inneren Raum aufzufächern und zu entfalten, von verschiedenen Richtungen aus, mal von der Rückseite, beispielsweise im Kind oder in Vorbeugen, und immer dann, wenn wir die Atmung in den Raum des Rückens lenkten. Wir haben das natürlich auch recht intensiv in der Vorderseite erfahren dürfen, immer dann, wenn wir uns nach hinten anlehnten in Rückbeugen. Und da dehnt sich ein innerer Raum auf, ein Raum in dir, ein Raum, den die Atmung erfüllen kann jetzt. Nimm mal so wahr, wie es dich atmet, ohne dass du irgendwas verändern oder kontrollieren oder beeinflussen musstest. Lass es einfach dich atmen. Und dann lenke die Einatmung nach oben, als würde sie Rippenbogen für Rippenbogen nach oben aufsteigen, wenn du einatmest, hoch in den Raum des Herzens, weiter hoch in den Bereich der oberen Schlüsselbeine, ganz nach oben. Wenn du ausatmest, dann fließt sie wieder zurück nach unten, die Ausatmung, bis nach unten in den Raum des Beckens, der sich entspannt und sich erdet. So atmet es dich in eine innere Weite und Größe, in eine Leichtigkeit, die dich erhebt. Es atmet dein Herz, das von der Atmung gestreichelt wird. Also auch wahr, wie dein Herz jetzt für dich schlägt. Wenn du magst, dann leg, wie am Anfang der Stunde auch, eine Hand oder zwei Hände auf den Raum deines Herzens. Dann kannst du taktil spüren, wie dein Herz pulsiert in der Lebenskraft in dir. Einem inneren Raum, der sich weitet, wenn du atmest, der dem Herz weiter schenkt,
Erfährt auch dein Geist eine innere Weite. Er wird weit und findet dort eine Stille, die diesen inneren Raum erfüllt. Eine Stille in dir. Vielleicht sogar ein Raum, der sich ausbreitet und sich über dich hinaus ausdehnt. Ein Raum der Stille, der dich umgibt, der größer wird als du selbst. Raum der Stille, der sich ausbreitet und dich mit etwas Universellem verbindet. Nimm wieder deine Hände wahr, wie sie den Raum deines Brustkorbs berühren. Und bring dort die Hände zueinander, sodass die Handinnenflächen sich verbinden. Du kannst gern, wenn du magst, die Daumen auf dem Brustkorb und dem Brustbein auflegen. Wenn du etwas aus dieser Stunde mitnehmen möchtest, vielleicht ist es ein Raum einer Stille, der dich umgibt, in dir und der sich über dich hinaus ausdehnt. Vielleicht ein weites Herz, das dich begleitet auf den Wegen, die vor dir liegen. Vielleicht auch die Hingabe zu dir und dem, wie du bist. Und dann atme beim nächsten Mal tief und ruhig aus. Wenn du einatmest, dann öffne die Arme in die Weite und dort nach oben. Bring ausatmend die Hände zueinander und dann vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor die Weite deines Herzens. Öffne dich noch einmal dort der Einatmung und der Weite. Und bring ausatmend die Hände wieder Schritt für Schritt vor dem Raum des Herzens zueinander. Wenn du es möchtest, dann verbeug dich vor dem Raum deines Herzens und vor dir selbst. Auch mit einem Gefühl des Dankes für die Zeit, die du dir im Moment schenkst. Und dem, wie du bist. Und wenn du dich dann wieder aufrichtest, dann beginnen die Augen sanft und liebevoll wieder zu öffnen. Und ich danke dir für die Zeit, die du mir auch schenktest und wünsche dir von Herzen einen guten Weg, der dich weiter begleitet. Vielen Dank und Namaste.